Was für ein Paukenschlag diese Woche aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht raubt die Ampel aus, schickt sie arm und total blamiert nach Hause. Zum ersten Mal überhaupt wird ein Bundeshaushalt für verfassungswidrig erklärt. Und eine Ampel im Panikmodus muss urplötzlich 60 Milliarden auftreiben. Irgendwie. Ja, wo sollen die herkommen? Wo sollen die herkommen? Das weiß keiner. Was wir wissen, nicht genutzte Corona-Milliarden dürfen also doch nicht in den Klima- und Transformationsfonds überführt werden. Kreative Buchführung ist scheinbar verboten und die Regierung hat keinen Plan B. Man ist wirklich geschockt und überrascht von der Klatsche aus Karlsruhe. Das ist nicht nur eine Klatsche, das ist sogar eine Riesenklatsche. Ein bitterer Rückschlag. Eine Klatsche mit Wumms. Große, peinliche Nummer. Um nicht zu sagen mit Doppelwumms. Ohrfeige. Riesenklatsche. Ja, das ist natürlich eine absolute Schlampe für die Ampelkoalition, muss man sagen, dieses Urteil. Also, Schlampe finde ich zu hart, muss ich sagen. Sagen wir mal Schlamperei. Denn Experten, Leute, die sich auskennen, hatten von Anfang an vor dem Corona-Enkeltrick gewarnt. 2021 erdacht vom großen Finanzexperten Olaf Scholz, umgesetzt vom König der Schattenhaushalte Christian Lindner. Ja, umso lustiger, umso ulkiger, dass seine FDP sich jetzt hinstellt und sagt, sehr gutes Urteil, es stärkt die Schuldenbremse, die ihr und Lindner austricksen wolltet. Wie frech kann man sein? Gut, wo wird denn jetzt der Rotstift angesetzt? Gibt's da schon erste Ideen? Bis in die frühen Morgenstunden hat der Haushaltsausschuss des Bundestags getagt. Jetzt gibt es erste Ergebnisse. Gekürzt werden soll etwa beim Elterngeld. Aber auch das Schnitzel im Restaurant wird wohl bald teurer. So, jetzt reicht's! Seid ihr bescheuert? Ich meine, Elterngeld von mir aus, aber wer kürzt denn beim Schnitzel? Tja, jetzt müssen sie halt zum ersten Mal überhaupt Prioritäten setzen, die Ampelmusen. Denn irgendwie muss das fehlende Geld natürlich am Ende reinkommen. Irgendwo muss es herkommen, es geht nicht anders. Crazy Vorschlag meinerseits. Jeder opfert jetzt mal was von den drei Partnern. Die FDP verzichtet zum Beispiel auf Dienstwagenprivileg und Dieselsubventionen. Dafür überlegen sich die Grünen eine neue Klimapolitik. Statt Verfallsdaten für Heizungen, die man dann wieder mit teuren Subventionen ausgleichen muss, einfach CO2-Preis hoch und Klimageld an die Bürger auszahlen. Fertig. Damit diese Regierung vielleicht mal wieder ernst genommen wird. Hier, Olaf Scholz in seinem neuen Comedy-Programm zum Urteil aus Karlsruhe. Das ist eine Entscheidung, die die Bundesregierung und sicherlich auch der Haushaltsgesetzgeber beachten wird. Und wo wir jetzt genau... Ja. Ja, war ein guter Gag, ne? Fand er selber. Scholz will das Urteil beachten. Wie großzügig, oder? Die Ampel muss sich jetzt sehr schnell auf eine neue Politik inklusive Zumutungen für alle einigen und die dann, Achtung, gemeinsam verkaufen. Das wird eine völlig neue Erfahrung für die. Oder man fliegt auseinander und es gibt Neuwahlen, was original keiner will, außer der AfD. Ja, für die AfD läuft's gerade optimal. Passend dazu diskutiert das Land ein mögliches Verbot der Alternative für Deutschland. Ja, Spiegel-Titelgeschichte diese Woche. Und der CDU-Mann und Ex-Ostbeauftragte Marco Wanderwitz hat sogar schon den ersten Verbotsantrag formuliert. Das ist, sage ich Ihnen, eine brandgefährliche Diskussion. Denn sie riecht leider nach Angst. Nach mitten im Spiel die Regeln ändern. Die AfD feiert derweil ihre Umfragewerte und den nach Armrötung wieder topfitten Vorsitzenden. Und der Arm funktioniert wieder, alles in Ordnung, kriegen Sie wieder hoch? Ich bin wieder hoch, ich kann ihn bewegen, also von daher bin ich wieder voll funktionsfähig und ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank, er kriegt ihn wieder hoch, meine Damen und Herren. Ja, toll. Die AfD Sachsen-Anhalt wurde jetzt offiziell als gesichert rechtsextrem eingestuft, was ihre Anhänger gesichert nicht interessiert. Für ein Parteiverbot sind die Hürden bei uns zu Recht sehr hoch. Man müsste zum Beispiel nachweisen, dass die planvoll daran arbeiten, die demokratische Grundordnung zu beseitigen. Abgesehen davon würden die entsprechenden Ansichten ja mit einem Verbot nicht verschwinden. Und wissen Sie, was noch gegen ein AfD-Verbot spricht? Die ganzen AfD-Parlamentarier säßen dann nur noch bei sich zu Hause. Und das kann man den armen Ehepartnern wirklich nicht antun.
Typisch Staatsfunk. Ich meine, guck dir den Lanzdorf an. Der Lutscher ist ja noch nicht mal Deutscher. Alles Teil des großen Plans der Globalisten. Eine Umvolkung. Was denn sonst? Die wollen uns austauschen. Oh Mann, The Great Reset. Und George Soros, der zieht wie immer an den Fäden. Ja, ich bete, dass Putin hier bald einmarschiert und diesem grünen Spuk ein Ende macht. Bist du so lieb und holst mir noch ein Bier? Wo war ich? Ach ja, Lanz, genau. Eindeutig ein Echsenmensch. Ja. Verbieten, ich glaube, überhaupt keine gute Debatte. Ich meine, tatsächlich gibt es ja in Deutschland nicht plötzlich mehr Leute mit einem rechten Weltbild. Die haben jetzt nur ein gemeinsames Sammelbecken, die AfD. Und die eher bürgerlichen Wähler, die holen sie sich mit Kulturkampf. Diese Leute wählen dann einen Faschisten wie Höcke, damit sie nicht gendern müssen. Das klingt komisch, ist aber so. Und man kann ja über unseren Bernd hier sagen, was man will. Aber der sagt inzwischen ziemlich unverblümt, wohin die Reise geht. Jetzt, liebe Freunde, ist der Ernstfall offenkundig. Jetzt sind wir in das Stadium des Vorbürgerkriegs eingetreten. Und glaubt mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen. Dann werden wir uns finden. Dann sind wir das, was wir immer waren. Treu und deutsch und eine Gemeinschaft, die Zukunft erkämpfen wird. Ja, da fehlen wirklich nur noch der rheinische Dialekt und der Klumpfuß. Ja. Bernd freut sich übrigens total über die Verbotsdebatte. Denn sie hilft ihm, sich als Verteidiger der Demokratie aufzuspielen. Obwohl in seinem Deutschland Grundrechte garantiert nur noch fürs ethnokulturell homogene Staatsvolk gelten würden. Es ist ja so, wenn es richtig doof läuft, muss man den Freistaat Thüringen nach der Wahl nächstes Jahr leider umbenennen in Nationalpark Thüringen. Ne? Ja. Bernd Höcke ist und bleibt der eigentliche Strippenzieher der AfD und das Idol der Partei Jugend. Hier belästigt von Spiegel TV. Warum sind Sie bei der Jungen Alternativen? Es gab keine Interviews der Jungen Alternative an Spiegel TV. Also, eigentlich wurde das Megafon erfunden, damit man nicht mehr brüllen muss. Aber egal, ist egal. Mein Vorschlag, Schluss mit der Verbotsdebatte und lieber nach Polen gucken. Donald Tusk macht doch vor, wie es geht. Statt sich auf Schlammschlachten mit solchen Leuten einzulassen, mit einer positiven Vision dagegenhalten. Sagen, wofür man ist. Ja, damit hat er gewonnen. In einem Land, in dem die Rechtspopulisten schon alle relevanten Medien kontrollieren. Weil die Menschen da gemerkt haben, dass zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit zwangsläufig zu noch mehr Fachkräftemangel führt. Wäre in Deutschland exakt dasselbe. Da müssten sich die wütenden AfD-Meckeropas mangels Pfleger am Ende gegenseitig die Windel wechseln. Ja. Vom Wohlstandsverlust nach einem Dexit mal ganz zu schweigen. Ich sage, man muss sie argumentativ stellen. Hier, die Bundestagspräsidentin macht's vor. Nicht nur, dass diese Politiker dafür sorgen, dass Sie, liebe Frauen, nicht mehr angstfrei durch deutsche Städte gehen können, dass jeder Perversling in Zukunft in Ihre Schutzräume eindringen kann, wenn er einfach nur behauptet, eine Frau zu sein. Würden Sie bitte zur Sache reden, Herr Hilse. Das hat mit dem Energiewirtschaftsrecht nichts zu tun. Touché! Ja. Oh Gott. Ja, wirklich. Thema ist Energiewirtschaftsrecht und er labert über Transmenschen in der falschen Sauna. Also, solche Sorgen möchte man haben. Aber nicht nur Polen macht Hoffnung, meine Damen und Herren, auch Großbritannien, wo die Brexit-Anhänger längst in der Minderheit sind, nach unzähligen gebrochenen Versprechungen. Nigel Farage, also Mr. Brexit, geht bald, und das ist ausdrücklich kein Witz, ins englische Dschungelcamp. Ja, was für eine Demütigung, was für eine wunderbare Vision. So, Bernd, du frisst heute Krokodilpenis-Püree, und zwar aus dem Bioladen. Absolut würdelos. Ich werde das dem Führer melden. Das alles war. Ich bin Faschist. Holt mich hier raus. Ja, man wird doch noch träumen dürfen, oder? Ja. Ich sag mal so, ganz ehrlich, ich war nie so richtig Fan von dem Format, aber dann würde ich es gucken, in jedem Fall.
So, die Debatte um ein mögliches AfD-Verbot reden wir drüber mit Gisa Flake vom Bundesamt für Verfassungsschutz, Abteilung Rechtsextremismus. Frau Flake, Sie beobachten AfD-Landesverbände. Aber hallo, ich beobachte die von morgens bis abends. Ich beobachte mir quasi einen Wolf. Man fragt sich nur, warum? Ist die AfD rechtsextrem? Ja, natürlich, was denn sonst? Ist es nachts oft dunkel? Scheißt der Bär in den Wald? Möchte man nie wieder in seinem Leben einen Artikel über die Pochers lesen? Ja, ja und ja. Fürs Offensichtliche brauche ich keinen Geheimdienst. Und die AfD tarnt sich ja nicht mal mehr, weil sie es nicht muss. Hier, Beispiel. Siegbert Dröse, er heißt wirklich so, AfD-Kandidat für die Europawahl, hatte 2016 in seinem Fuhrpark ein Auto mit AH1818, bekannter Nazi-Code. Heißt übersetzt so viel wie Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler. Ach, AH steht für Adolf Hitler. Und ich dachte, der wäre Riesenfan von Anton Hofreiter. Welke, Sie brauchen dringend Hilfe. Und das sind nicht mal alle Indizien im Fall Dröse. Hier posiert er mit der Hand auf dem Herz vor Hitlers Führerbunker. Die AfD hat ihn trotzdem zu einem aussichtsreichen Kandidaten für das Europaparlament nominiert. Na sichi! Beim Parteitag im Sommer mit 79,2% gewählt, zieht wohl sicher ins Europaparlament ein. In anderen Ländern müssen sich Rechtsextreme bürgerlich tarnen. In Deutschland nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht haben wir doch was in der DNA oder im Trinkwasser. Ich weiß es doch auch nicht, aber ab 5.45 Uhr wird zurück beobachtet. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Sie, Frau Flake, Sie wirken irgendwie desillusioniert. Kann das sein? Ach, sag bloß. Bernd Höcke, den man laut Gerichtsurteil offiziell Faschist nennen muss, könnte nächstes Jahr Ministerpräsident von Thüringen werden. Gut, Thüringen ist jetzt eher ein Wald als ein Bundesland, aber trotzdem. Höcke freut sich in seinem Buch, bald ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen zu können. Zitat: Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Also, ich verliere manchmal meine Autoschlüssel, aber wie verliert man denn Volksteile? Ja, die sind dann halt weg. Hm? Zur Kur, woanders, an einem besseren Ort, Sibirien, Mordor. Das ergibt sich dann. Und genau dieser Mann steht mit der AfD Thüringen, zumindest laut einer Umfrage, bei 34%. Bei 40 hätte er schon die absolute Mehrheit. Dann kann er in Thüringen mindestens Richter auf Lebenszeit bestimmen oder den örtlichen Verfassungsschutz kontrollieren. Der alte Traum, Faschisten kontrollieren sich selbst. Das ist ja alles furchtbar. Ja. Es sei denn, dieser Staat lässt sich überraschen, doch noch Eier wachsen. Aber damit rechne ich nicht mehr. Deswegen habe ich auch gekündigt und arbeite ab sofort für den Verfassungsschutz der kommenden Machthaber. Der nennt sich BND. Das ist eine Abkürzung für Bernds Nachrichtendienst. Meine Aufgabe ist das Überwachen von Moderatoren der feindlichen Systemmedien /Rundfunkhuren. Und wen beobachten Sie da so? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, das ist geheim. Ah ja. Machen Sie einfach weiter, als wäre ich gar nicht da. Okay, mache ich. Gisa Flake! So, meine Damen und Herren. Und dann ist heute Abend natürlich noch Date Night in Berlin. Olaf Scholz empfängt den türkischen Präsidenten Erdogan. Das wird aber nicht zu hoch gehängt. Es ist ein Arbeitsbesuch. Es gibt kaum gemeinsame Termine. Einfach nur 3 Gänge Abendbrot im Kanzler am Feierabend. Das ist ruckzuck erledigt. Und ich sage Ihnen, dieser Gast hier beschert der Ampel ein echtes Dilemma. Denn Erdo ist NATO-Partner und zumindest ein möglicher Vermittler im Nahostkonflikt. Kleiner Haken, zum Vermitteln müsste man irgendwie neutral sein. Und das ist offensichtlich nicht so sein Ding. Die Hamas ist keine terroristische Organisation. Sie ist eine Befreiungsgruppe, die kämpft, um ihre Leute und ihr Land zu schützen.
Ach, guck mal. Das wusste ich gar nicht, dass Erdogan auch bei Fridays for Future mitmacht. Ja. Schöne Grüße an Greta Thunberg. Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Auf der anderen Seite, der Mann kontrolliert halt immer noch eine wichtige Flüchtlingsroute. Die Ampel braucht ihn also und exakt so tritt er natürlich auch auf, weil er das weiß. Und es hilft nichts. Es hilft ja nichts. Ja, müssen wir bei manchen Erdogan-Reden mal weghören. Ich sag mal, solange er nicht behauptet, die Israelis wären Faschisten. Diejenigen, die mit Gewalt das Land an sich gerissen haben, auf dem die Palästinenser seit tausenden Jahren gelebt haben, versuchen einen Staat aufzubauen, der erst seit 75 Jahren besteht und dessen Legitimität durch ihren eigenen Faschismus fragwürdig geworden ist. Ja, aber hey, das sollten sich die Israelis jetzt nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Erdogan hat das schon über alle möglichen Leute gesagt. Wen der schon alles als Faschisten bezeichnet hat. 2017 sogar mal, und das ist kein Witz, die Holländer. Wirklich, die Holländer. Sie haben keine Ahnung von internationaler Politik und Diplomatie. Sie sind nervös und feige. Sie sind Nachkommen der Nazis. Sie sind Faschisten. Ja, leider völlig richtig. Leider völlig richtig, wie dieses Foto von Rüd Hitler und seiner Frau Antje Braun beweist, meine Damen und Herren. Und trotzdem, trotz allem müssen wir mit Erdogan reden. Alles andere wäre naiv. Ja? Wenn der Boss vom Bosporus den EU-Türkei-Deal komplett aufkündigt, dann haben wir ein Problem. Ne? Kurz gesagt, Arbeitsbesuch muss sein. Muss sein, nur dann halt diskret. Das heißt, ohne großen Medienbahnhof. Und wenn einer unbedingt Fotos machen will an so einem Tag wie heute, dann gibt's ja Tricks. Ne? Olaf Scholz zum Beispiel arbeitet zur Tarnung heute mit zwei Augenklappen. Und der Bundespräsident hat sich extra für Erdo eine neue Brille gekauft. Clever. Cleverer Move. Natürlich sind wir in gewisser Weise erpressbar. Aber ich sag mal so, das ist ja keine Einbahnstraße. Wir haben auch Erpressungspotenzial. Erdogan braucht eine liberalere Visavergabe. Er braucht die Europäische Union und ihren Binnenmarkt. Da liegen unsere Hebel. Oder noch ein Gedanke. Ey, Erdo, bisher kommen hauptsächlich unsere gepflegten Touristen in die Türkei. Hier, solche gediegenen Besserverdiener. Das muss aber nicht so bleiben, Erdo. Vielleicht machen wir demnächst mal die sogenannte Malle-Route dicht. Und dann kommen alle Mallorca-Assis aus diesem Billigflieger zu dir nach Antalya. Überlegst dir, wir können auch anders, Erdo. Wir können auch anders. Wir sagen, mehr Selbstbewusstsein von unserer Seite ist gefragt. Beispiel. Warum sind die grauen Wölfe, diese rechtsextremen Hardcore-Erdo-Fans, in Deutschland immer noch nicht verboten? Nancy Faeser prüft das wohl noch, heißt es. Toll, ja. Seit 2020 wird das schon vom Innenministerium geprüft. In Deutschland leben Erdogan-Gegner in ständiger Angst oder sogar unter Polizeischutz. Warum nehmen wir das hin? Oder dass der Islamverband DITIB eindeutig Erdogans verlängerter Arm in Deutschland ist und in mehreren Bundesländern Einfluss hat auf den islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen. Die DITIB. Die DITIB ist direkt der türkischen Religionsbehörde Diyanet unterstellt, deren Chef Ali Erbasch Israel als, Zitat, rostigen Dolch im Herzen der islamischen Geografie bezeichnet. Das zionistische Israel begeht in Gaza einen Völkermord mit seinen Angriffen, die auf einem schmutzigen und perversen Glauben basieren. Bei der Sendung mit der Maus würde man jetzt sagen, das war antisemitisch. Gleichzeitig müssen wir natürlich höllisch aufpassen, dass sich hier in Deutschland kein Antisemitismus-Generalverdacht gegen Muslime breitmacht. Auch dazu gibt es aktuell leider eine klare Tendenz. Zu den Fakten. Die DITIB ist Kooperationspartner für den islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Auch da wird der Lehrplan von Islamwissenschaftlern an Unis erarbeitet. Trotzdem haben die Islamverbände tatsächlich Einfluss auf den Unterrichtsstoff. In Hessen sind das Ahmadiyya und tatsächlich die DITIB. Und wir schalten mal live zu Matthias Matschke, Rektor an der Evelyn-Bordecki-Grundschule in Frankfurt-Bockenheim. Herr Matschke, Sie planen gerade mit einem katholischen und einem islamischen Lehrer das nächste Halbjahr. Fehlt da nicht die evangelische Kirche? Ja, Herr Welge, die evangelische Kollegin, die lässt sich entschuldigen, die hat sich heute im eigenen Unterricht so gelangweilt, da hat jetzt einen Burnout. Ja.
Aber zurück zu DTIP, ja? Mit denen wollte Hessen ja gar nicht mehr zusammenarbeiten, hat aber dabei vergessen, den Vertrag ordnungsgemäß zu kündigen. Hä? Das kennt man ja vom Sky-Abo, ne? So, und mal DTIP hin und her. Wissen Sie, was mich wirklich ärgert? Warum ist Religion überhaupt ein Fach an der Grundschule? Weiß ich auch nicht. Ja, setzen 6. Oliver Welke, die fleischgewordene Bildungsmisere. Wegen Verfassung natürlich. Ausgerechnet Religion ist als einziges Fach im deutschen Grundgesetz verankert. Warum? Kein Wort über Mathe oder wenigstens textiles Gestalten. Aber Religion steht drin. Ne? In einem angeblich weltlichen Land, ja geht's noch. Ja? Das haut ja wohl den stärksten Bischof vom Ministranten. Ne? Ja. Okay, aber was ist denn jetzt Ihre Forderung? Ja, abschaffen das Fach, Ende. Schule ist ein Ort des Wissens, nicht des Glaubens. Jetzt sitze ich hier abends mit den muslimischen und christlichen Schamanen wegen einem Fach, das man gar nicht benoten kann. Hier, so, hier aus einer Religionsarbeit. 5. Buch Mose, ja, Terach zeugte Abram, Nahor und Naran. Haran aber starb vor seinem Vater Terach. Frage, wer zeugte Kevin und wo ist die Arche mit den Leuten, die das interessiert? Gut, ich meine, es werden ja im weitesten Sinne Werte vermittelt. Ach, hör mir doch auf mit Werte, ja? So ein Drittklässler, ja? Der hat doch schon alle Folgen von Game of Thrones geguckt und dann komm ich mit Terach und Haran, der fragt mich direkt, hier, Alter, wo sind die Drachen, wo sind die Action? Ja? Das passt doch nicht mehr in unsere Zeit. Rekordaustrittszahlen, noch nie waren so wenig Leute in irgendeiner Kirche. Warum doch Religion in der Schule? Ja gut, man kann sich auch abmelden von dem Fach. Ja, genau. Und wer betreut dann die kleinen Ketzer die ganze Zeit? Ne? Lehrermangel, schon mal gehört. Aber ich weiß jetzt, wie ich mich räche. Wenn Protestanten, Katholen und Muslime ihren ausgedachten Fantasy-Kram verbreiten dürfen, dann dürfen das bei uns ab sofort alle Sekten. Ich begrüße neu im Kollegium diesen Herrn von der etlichen Scientology-Kirche. Einen ganz sympathischen Satanisten, der opfert dann mit den Kindern Katzen und so. Heil Satan. Und den Erzbischof der sogenannten Zeugen Borussias. Die glauben ganz fest, dass Dortmund immer noch Meister werden kann. Alle schwach sind bis auf das mit Dortmund. Matthias Matschke, vielen Dank. Hallo Leute, ich bin's, der Heute-Show-Meme-Ersteller. Wenn ihr mehr heißen Scheiß und Lied-Memes wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Was zur Hölle ist ein Meme-Ersteller? Hm?